Es ist genau 10:30, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Wir geben uns noch einige Sekunden, da einige von Ihnen gerade noch daran sind, den Saal zu betreten. Und dann wenden wir uns einem sehr interessanten Thema mit einem sehr interessanten Gast zu, einem Gast, der Gewicht hat in der Diskussion des Verhältnisses zwischen der Schweiz und Europa und vor allem die europäische Sicht nun einbringen wird. Es ist Professor Klaus-Dieter Borchardt, der Direktor des Bereichs Energie Binnenmarkt auf der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission. Ich habe natürlich auch gehört und immer wieder diskutiert, diese rund 100 Interventionen, Marktsteuerungsmechanismen, die auf europäischer Ebene offenbar Realität sind, und das ist auch einer meiner Haupteindrücke, seit ich diesen Kongress moderieren darf, dass eben Strom und Markt recht wenig miteinander zu tun haben. Das ist interessant. Und was sind hier eigentlich die Perspektiven? Welche Rolle spielt die Schweiz in einem neuen europäischen Strommarktmodell? Ich bin gespannt, was wir dazu hören werden, und begrüße ganz herzlich Herrn Klaus-Dieter Borchardt. Ja, zunächst einmal auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Und als allererstes möchte ich mich ganz herzlich beim Präsidenten Michael Wieder bedanken, dass er mich zu diesem Stromkongress eingeladen hat, weil es ja auch zeigt, dass die Schweiz und die Europäische Union durchaus zusammengehören. Und ich bin auch gerne dieser Einladung nachgekommen und auch meinerseits zu demonstrieren, dass auch aus der Sicht der Europäischen Union die Schweiz natürlich ein ganz wichtiger Partner im Bereich, nicht nur im Bereich Strom, aber auch Gas ist. Ich wollte heute Vormittag mit Ihnen ganz kurz einen Überblick über unser neues Strommarktdesign für Europa geben. Sie wissen, dass die Europäische Union seit geraumer Zeit sich in einem kompletten Umbruch befindet. Manche nennen das die europäische Energiewende, die eingeläutet worden ist. Ausgangspunkt ist eine sehr ambitionierte Zielsetzung, die schon sehr weit in die Zukunft hineinreicht, nämlich in das Jahr 2050. In diesem Jahr soll die europäische Wirtschaft weitestgehend dekarbonisiert sein. Und das bedeutet natürlich für das Energiesystem, das noch 60% der Emissionen ausmacht, eine sehr, sehr große Herausforderung. Denn wenn man dieses Dekarbonisierungsziel erreichen will, muss man natürlich dort anfangen, wo die Emissionen am stärksten sind. Und das ist in der Europäischen Union das Energiesystem. Auf dem Weg zu diesem 2050-Ziel haben wir Zwischenziele, einige nennen es die Klimaziele, gesetzt. Der erste Block 2020, 20% Reduktion der CO2-Emissionen, mindestens 20% erneuerbare Energien, Anteil an der Energieerzeugung und auch Steigerung der Energieeffizienz um 20%. Für 2030 sind diese Ziele auch im Hinblick auf die Klimabeschlüsse von Paris erneuert worden. Für 2030 sind als Ziele ausgegeben eine CO2-Reduzierung von 40%, ein Mindestanteil an Erneuerbaren in der europäischen Energieerzeugung von 27%. Und eine Steigerung der Energieeffizienz um weitere 30%. Das sind also die Ziele für 2030. Und wie Sie sich gut vorstellen können, hat hier natürlich der Strom und der Strommarkt eine Schlüsselfunktion. Wir können diese Ziele nur erreichen, wenn wir auf erneuerbare Energien in der Stromerzeugung setzen. Heute haben wir das Bild, dass wir, wenn ich nur die Stromerzeugung aus Erneuerbaren nehme, haben wir heute
29% der Stromerzeugung stammt aus Erneuerbaren. Wenn ich aber das Ziel 2030 mindestens 27% einer Gesamterzeugung umlege auf den Strombereich, sind es bereits 50%. Und das mit der Dekarbonisierung bedeutet nichts anderes, als dass die Europäische Union zu einem sehr, sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien kommen muss. Und hier setzt dann natürlich auch die Frage ein, nicht nur, wie soll das bewerkstelligt werden, sondern wie machen wir es auch, dass wir die Erneuerbaren in den Markt integrieren. Denn bisher ist es so, dass in der Europäischen Union in vielen Mitgliedstaaten, wenn Sie den Staat, den ich am besten kenne, Deutschland nehmen, dann sehen Sie, dass dort die Anschubfinanzierung der Erneuerbaren durch eine sehr, sehr hohe staatliche Subventionierung erfolgt ist. 20 Jahresverträge zu festgesetzten Tarifen, die sogenannten Feed-in-Tarife, was mit dem Markt sehr wenig zu tun hat, sondern es ist eine klare dirigistische staatliche Intervention, die diese Entwicklung eingeleitet hat. Das kann aber vor dem Hintergrund des Ausbaus der Erneuerbaren, den ich gerade geschildert habe, so nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen und wir stehen jetzt auch am Scheideweg, wenn wir glauben, und das tun wir, dass ein integrierter europäischer Strommarkt die kostengünstigste Variante ist, um Energie und Strom an die Endverbraucher zu bringen, dann müssen wir jetzt die Weichen dafür stellen, dass wir einerseits den Markt fit machen für die Aufnahme der Erneuerbaren und umgekehrt müssen wir auch die Erneuerbaren fit machen, um auf diesem Markt zu bestehen. Und genau darum geht es bei unserem Vorschlag, den die Kommission dem europäischen Gesetzgeber, dem Energieministerrat und dem Europäischen Parlament im November vorletzten Jahres bereits auf den Verhandlungstisch gelegt hat. Es geht darum, den Binnenmarkt, den europäischen Binnenmarkt fit zu machen, ein Marktdesign für die Strommärkte zu entwickeln, der es ermöglicht, einerseits die Erneuerbaren im Markt zu integrieren, andererseits aber auch den Markt entsprechend weiterzuentwickeln, sodass auch die neuen Verantwortlichkeiten, auf die ich noch zu sprechen komme, die auch bei der Erzeugung der Erneuerbaren zum Tragen kommen, auch erfüllt werden können. Das ist also eines der Hauptziele unseres Reformpakets, saubere Energie für alle Europäer. Das ganze Paket, wie Sie hier sehen, beinhaltet insgesamt sogar 8 verschiedene Rechtsakte. Das ist das größte Gesetzesreformpaket, das die Kommission jemals auf den Weg gebracht hat als ein geschlossenes Paket. Dort finden Sie eine Verordnung über die Governance der Energieunion. Sie haben eine Überarbeitung von 2 Verordnungen zur Energieeffizienz, die Energieeffizienzrichtlinie selbst und die Gebäuderichtlinie. Sie haben eine Reform der Richtlinie über erneuerbare Energien und Sie haben das neue Strommarktdesign, das seinerseits aus 3 verschiedenen Verordnungen besteht, Großhandelsmarkt, Verbraucher, das ist eine Richtlinie, und auch das Krisenmanagement, die Verordnung zur sogenannten Risk Preparedness. Das ist also, wenn Sie so wollen, daneben gibt es noch eine 8. Verordnung, die ich hier nicht aufgeführt habe, da geht es um Biokraftstoffe. Das ist also das gesamte Gesetzespaket. Ich will mich heute hier darauf konzentrieren, etwas über das neue Strommarktdesign zu sprechen. Und das sind, wenn Sie so wollen, hier die großen Blöcke, die im Strommarktdesign zum Tragen kommen. Die Regeln, Marktregeln müssen an eine neue Marktrealität angepasst werden.
Staatseingriffe müssen abgebaut werden, der Markt muss stärker zum Tragen genutzt werden und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Als vierter Punkt, auch darauf will ich ganz kurz eingehen, dieses Reformpaket erstmalig hat auch ein sehr starkes Augenmerk auf die Verbraucher gelegt, die sozusagen zu einem aktiven Teilnehmer am Marktgeschehen werden sollen. Schauen wir uns kurz die einzelnen Blöcke an. Da haben wir zunächst die Marktregeln an eine neue Realität anpassen. Hier geht es insbesondere auch um die Entwicklung EU-weiter Kurzzeitmärkte. Wir haben bisher schon sehr erfolgreich das Day-Ahead Market Coupling integriert. 80% heute des Handels laufen über Day-Ahead Market Coupling. Bei dem Intraday sind wir auf einem guten Weg. Ich bin sehr froh, dass ich auch hier heute sagen kann, dass am 13. März diesen Jahres wir mit der XBIT-Plattform Business Live gehen können. Dort können die Marktteilnehmer die ersten Simulationen, die ersten Testläufe veranstalten, um diese Plattform zu erfahren und auch Buchungen dort vorzunehmen und zu simulieren. Das ist also der erste Punkt und hierfür werden natürlich in unserem Gesetzgebungsvorschlag auch die Weichen gestellt und auch die notwendigen Regelungen getroffen. So viel zu den Kurzzeitmärkten. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn Sie den Markt, die Marktregeln an eine Realität, eine neue Realität, die geprägt ist durch ansteigende Erneuerbaren im System anpassen wollen, dann geht es insbesondere um Flexibilität. Wir brauchen im Markt mehr Flexibilität und diese Flexibilität kann nicht, wie es früher der Fall war, nur auf der Erzeugerseite vonstatten gehen, sondern sie muss auch auf der Nachfrageseite, sogenannte Demand-Side-Management, stattfinden. Und hier sind in unserem Vorschlag zwei verschiedene Möglichkeiten vorgesehen. Die eine ist preisbezogen, das heißt, der Verbraucher, sowohl der Industrielle, aber auch die Haushalte, bei dem ersten preisbezogenen weniger die Haushalte wahrscheinlich, geht es darum, dass der Verbrauch sozusagen an die Preisentwicklung über einen Tag angepasst wird. Wir haben in dem System sehr hohe Preisschwankungen über den Tag und was wir hier bei der Nachfrageseite versuchen, ist, den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Nachfrage an den Preisentwicklung anzupassen. Voraussetzung, damit das funktioniert, sind, es muss ein dynamisches Preissystem angeboten werden. Dazu verpflichtet unser Vorschlag alle Mitgliedstaaten, dass ein dynamisches Preissystem angeboten werden muss, nicht als alleinige System, aber als eines, das, auf das die Verbraucher zurückgreifen können. Und sie brauchen intelligente Stromzähler. Auch das ist hier vorgesehen, entweder durch ein allgemeines Rollout von intelligenten Zählern in einem Gebiet oder aber, wenn das nicht geschieht, weil etwa die Kosten-Nutzen-Analyse negativ ausgefallen ist, hat der einzelne Verbraucher gegenüber etwa seinem Verteilnetzbetreiber ein eigenständiges Recht auf einen intelligenten Stromzähler, womit es ihm dann auch ermöglicht wird, an der Nachfrageseite teilzuhaben. Also seinen Verbrauch an den Preisentwicklung anzupassen. Die zweite Möglichkeit ist über Aggregatoren. Das wird insbesondere natürlich bei den Haushalten so kommen, dass Aggregatoren, das ist, wenn Sie so wollen, anreizbezogen, Aggregatoren machen den Verbrauchern ein Angebot, wenn sie ihnen bestimmte Flexibilitäten einräumen, dann bekommen sie dafür eine vertragliche Entschädigung. Der dritte Punkt ist, Preisspitzen zulassen. Dahinter steckt, dass wir als Europäische Kommission zumindest, die Mitgliedstaaten sind noch nicht alle bei uns da,
tatsächlich an einen Energy-Only-Markt glauben. Wir glauben daran, dass wenn wir die Preissignale vom Markt kommen lassen und damit auch Preisspitzen zulassen, dass wir dadurch auch die notwendigen Investitionssignale senden können und aus dem Energiemarkt sozusagen auch die Investitionen generieren können. Dazu ist aber erforderlich zweierlei. Alle Preiskappungen, die heute in den Systemen in vielen Mitgliedstaaten vorhanden sind, müssen fallen. Deswegen schlagen wir auch die Abschaffung dieser Preiskappungen vor. Und Preisspitzen zu Zeiten sozusagen einer hohen Last müssen möglich sein. Das ist für uns eines der zentralen Punkte. Dann natürlich ist klar, dass man bei diesem System nicht auf eine Preisregulierung zurückgreifen kann. Auch da sieht die Realität ganz anders aus. Die Realität sagt, dass immer noch 16 von noch 28 Mitgliedstaaten Preisregulierungen in der einen oder anderen Form haben. Einige sogar in der schlimmsten Form, nämlich dass die Preise reguliert sind auf einem Niveau, das nicht mal kostendeckend ist. Diese Preisregulierungen sind so nach unserem Vorschlag abzuschaffen und für Sozialtarife, für die Preisregulierung auch eingesetzt wird, wird eine Übergangsfrist belassen. Aber im Endeffekt soll auch die Versorgung von schützenswerten Verbrauchern über Sozialtarife etwa in das Sozialpaket eingebunden werden und nicht im Energiepaket bestehen bleiben. Ein letzter Punkt, der hier nicht angegeben ist, aber sehr wichtig ist in der Praxis, das ist die Festsetzung von Preiszonen. Sie wissen, die Europäische Union folgt im zonalen Preissystem oder zonalen Preissystem und die Festsetzung der Preiszonen, wie wir es heute kennen, sind letztlich festgemacht an den nationalen Außengrenzen, aber nicht nach den Gegebenheiten sozusagen des Marktes. Und hier wollen wir eine Öffnung. Das ist ein sehr, sehr umstrittener Punkt zwischen der Kommission einerseits und Parlament auf der einen Seite und dem Energieministerrat auf der anderen Seite. Vor allen Dingen natürlich auch unter Federführung Deutschlands. Worum geht es da? Es geht darum, dass sich die Mitgliedstaaten dagegen sperren, dass von europäischer Ebene sozusagen auf der Grundlage von Preiszonenstudien, die von NZOI vorgenommen werden und mit Empfehlungen abgeschlossen werden, dass die dann durch Entscheide etwa der Kommission verbindlich gemacht wird, was eben dazu führen könnte auch, dass Mitgliedstaaten in Preiszonen aufgeteilt werden. Also Deutschland, typisches Beispiel. Wir wissen, wir haben in Deutschland einen strukturellen Engpass, weil man den Ausbau der Erneuerbaren ohne Rücksicht auf den Ausbau der Übertragungsnetze gemacht hat, dass wir dort ein großes Problem haben, solange die Nord-Süd-Verbindung nicht gebaut ist. Das hat dazu geführt, dass die Nachbarländer unter dieser Situation zu leiden haben, insbesondere Polen, Tschechien, aber auch Belgien und Holland. Und mit anderen Worten wird das innerstaatliche Problem an die Grenze geschoben. Und das ist genau das, was wir nicht wollen und auch nicht mehr zulassen können. Gleichwohl hat das natürlich eine sehr, sehr starke politische Komponente. Und die Diskussionen, die wir jetzt im Energieministerrat hatten, und da sehen Sie, ich habe diesen Vortrag auch unter Wunsch und Wirklichkeit gefasst, das ist unser Wunsch. Die Wirklichkeit wird aber am Ende anders aussehen, weil im Moment läuft es so, dass die Untersuchungen von NZOI nicht mehr zu konkreten Empfehlungen für neue Preiszonenfestlegungen führen soll, sondern nur zur technischen Feststellung von Engpässen in einem Mitgliedstaat. Daran schließt sich dann eine zweite Phase an, wo die Mitgliedstaaten die freie Hand haben, darüber zu entscheiden, wie sie diesen Engpass und in welchem Zeitrahmen, der nur absolut begrenzt wird, wie sie damit umgehen wollen.
Und erst wenn dieses Programm oder diese Roadmap, die sich der Mitgliedstaat selbst gibt, nicht einhält, kommt in der dritten Phase die Kommission zum Tragen. Also Sie sehen, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, nicht ganz einfach. So viel zu den Marktregeln. Verzerrende Staatseingriffe sind abzubauen. Hier geht es zunächst einmal, ich habe es schon erwähnt, um eine am Markt orientierte erneuerbaren Förderung. Wenn es nach der Kommission gehe, würden wir die Subventionen für die Erneuerbaren, alle Subventionen am besten abschaffen. Die Realität sieht anders aus, nicht nur bei den Erneuerbaren, aber was wir wollen, und das wird uns auch gelingen, insofern wird der Wunsch hier Wirklichkeit werden, diese Feed-in-Tariffs, wie sie in Deutschland praktiziert wurden, wird es in Zukunft nicht mehr geben, sondern die Höhe der Subvention wird über Ausschreibungen, über Auktionen festgelegt. Und interessanterweise haben wir auch schon die ersten Auktionen für Offshore-Wind etwa für das Jahr 2023 und 2025 gehabt. Und der Betrag, der dort rauskam, war null. Also ohne Subventionen glaubt man, das machen zu können. Das ist eine, wie wir glauben, marktverträgliche Förderung, die eben auch im Ergebnis zu null Fördersätzen führen können. Zweiter Punkt ist der Abbau verzerrender Privilegien. Hier geht es tatsächlich darum, ich habe gesagt, wir müssen auch die erneuerbaren Erzeuger fit machen für den Markt. In dem gegenwärtigen System gibt es bestimmte Privilegien. Dazu gehört zum Beispiel das Priority Dispatching. Und hier sieht unser Vorschlag vor, dass dieses abgeschafft wird und nur für Kleinstanlagen und für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu einem gewissen Grad beibehalten werden kann. Ein weiteres Privileg war, dass die erneuerbaren Erzeuger nicht der Balancing-Verantwortung unterlegen haben. Auch das ändern wir hier und auch die erneuerbaren Erzeuger werden jetzt unter diese Verantwortung gestellt. Und hier haben Sie übrigens die Rückkopplung zum Intraday. Wenn wir die Balancing-Verantwortung den erneuerbaren Erzeugern auferlegen, muss der Markt auch die Produkte anbieten, damit dieses Balancing, das ja zu jeder Zeit ein ausgeglichenes Portfolio verlangt, dass diese Produkte auch am Markt erhältlich sind. Das können Sie eben nur über einen Intraday-Markt machen. Der nächste Punkt ist eine EU-weite Analyse des Erzeugungsbedarfs. Das ist ganz wichtig und leitet auch zu den Kapazitätsmechanismen über. Ich habe schon gesagt, wir glauben als Europäische Kommission sehr stark an den Energie-Only-Markt. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass die schweizerische Energieministerin, Frau Leuthard, auch daran glaubt. Also ein Grund mehr für mich, daran zu glauben. Und was für uns wichtig ist, weil, und ich nehme mal das zusammen, Kapazitätsmärkte oder Kapazitätsmechanismen sind nichts anderes als verschleierte Subventionsabfragen. Und das kann und soll nicht sein, weil dadurch negative Auswirkungen auf den Energiemarkt zu erwarten sind. Und deswegen können diese Mechanismen, wenn überhaupt, nur als Ultima Ratio, so haben wir sie jetzt auch konzipiert, eingeleitet werden. Und die erste Voraussetzung dafür ist, dass aufgrund einer europaweit geltenden Methodologie festgestellt wird, wie denn der Erzeugungsbedarf nicht nur in dem Mitgliedstaat, der einen Kapazitätsmarkt oder Mechanismus einführen will, sondern in der Region, also einschließlich der Nachbarländer, muss analysiert werden, ob ein solcher Bedarf überhaupt besteht. Heute haben wir, das wissen wir, Überkapazitäten. Gleichwohl gehen die Mitgliedstaaten hin und führen diese Kapazitätsmechanismen einer nach dem anderen ein. Das hat damit zu tun, weil das für die Politiker natürlich eine wunderbare Postenversicherung ist, glauben sie zumindest. Aber das sind Kosten, die entstehen und die letztlich vom Verbraucher getragen werden müssen. Wir sagen also, Kapazitätsmechanismen nur nach einer EU-weiten Analyse des Erzeugungsbedarfs, nur wenn der für den Mitgliedstaat festgestellt ist, darf überhaupt ein Kapazitätsmechanismus eingeführt werden. Er muss grenzüberschreitend gelten, das heißt auch Angebote aus Nachbarländern müssen zugelassen werden und Erzeugung und Nachfrage müssen gleich behandelt werden. Also es gibt hier erhebliche Einschränkungen,
die wir hier für den Kapazitätsmechanismus getroffen haben. Ich weiß, in der Schweiz haben Sie auch eine Diskussion über diese Kapazitätsmechanismen. Wir haben uns am Ende dazu durchgerungen, unter sehr einschränkenden Voraussetzungen diese Mechanismen zuzulassen, glauben aber nicht, dass bei einem funktionierenden Energiemarkt es hierfür einen Bedarf gibt. Regionale Kooperation nutzen, ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, regionale Kooperation nutzen. Alle Studien, die wir durchgeführt haben, alle Ergebnisse auch von praktischen Problembewältigungen in Krisensituationen haben uns gezeigt, dass es zu einer regionalen Kooperation keine Alternative gibt. Die Netze sind immer stärker miteinander verwoben und die Interoperabilität dieser Netze muss sichergestellt werden. Deswegen sind wir auch dazu übergegangen, dass wir eine Netzbetreiberkooperation in unseren Vorschlag aufgenommen haben. Wir haben das genannt Regional Operational Centers, die sogenannten ROCs. Ein Sturm der Entrüstung auf Seiten der Übertragungsnetzbetreiber, weil wir nämlich bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Kapazitätsberechnung, zum Beispiel die Berechnung der Balancing-Reserven, zum Beispiel bestimmte Sicherheitsfragen in die Verantwortung dieser Zentren, regionalen Zentren gegeben haben und auch Entscheidungshoheit oder Entscheidungsbefugnisse übertragen haben. Und das ist jetzt der große Streitpunkt. Das Parlament hat sie umbenannt, nicht mehr Operational, sondern Coordination Center genannt. Der Energieministerrat nennt es Security Center und bestreitet im Moment noch die Entscheidungsbefugnisübertragung. Das Parlament ist da näher an der Kommission. Hier wird man letztlich einen Kompromiss finden und bestimmte Dinge werden in die Entscheidungshoheit dieser regionalen Zentren übergehen. Andere werden wahrscheinlich zurückbleiben. Regulierungsbehörden in Acer, da spiegelt sich praktisch nur die regionale Zusammenarbeit wider, denn wenn Sie das bei den Übertragungsnetzbetreibern machen, müssen Sie auch die regulatorische Übersicht darüber natürlich auch regional machen und das machen wir innerhalb des Board of Regulators in Acer. Koordiniertes Krisenmanagement, das ist diese neue Verordnung. Wir haben eine bereits in Gas in Kraft, die Security of Supply, die Versorgungssicherheitsverordnung. Und wir haben etwas Ähnliches im Strombereich gemacht. Offen ist noch, das ist noch eine große Diskussion, die politische Koordinierung, weil von der Übertragungsnetzseite, aber auch von den Regulatoren gesagt wurde, in diesem Bereich geht es mehr als nur um technische Fragen, sondern auch um politische Fragen und man wollte gerne auch eine politische Koordinierung haben. Ist aber noch offen, was daraus wird. Ganz kurz, ein faires Angebot für die Verbraucher. Hier geht es vor allen Dingen um mehr Rechte. Und Sie sehen, wir führen ein, das Recht für Einzelpersonen und auch sogenannte Energiegemeinschaften, Strom zu produzieren, diesen zu verbrauchen, zu speichern oder am Markt zu verkaufen. Das ist jetzt der Einstieg in einen rechtlichen Rahmen, der auch zu einer dezentralen Erzeugung, einer stärkeren dezentralen Erzeugung führen wird. Wir sehen einen weiteren erleichterten Anbieterwechsel vor und die Anreize für Laststeuerung habe ich schon erwähnt. Bessere Informationen, dazu gehören die intelligenten Stromzähler, die Preisvergleichsinstrumente, da verlangen wir, dass eines zumindest zertifiziert sein muss vom Mitgliedstaat und wir wollen auch eine Verbesserung der Energierechnungen. Und dann erweitern wir den Schutz, insbesondere Thema Energiearmut gibt es Berichtspflichten. Dann Alternativen zur Abschaltung der Stromversorgung und auch natürlich auch bei der Datenverwaltung. Sie werden sehen, in Zukunft Digitalisierung, die Daten werden sozusagen die Münze des Marktes, das Geld des Marktes. Und da ist es natürlich erforderlich, auch den Schutz des Privatgeheimnisses zu beachten. Letzter Punkt, die Schweiz und die Europäische Union. Ich habe es hier genannt, Schlüsselpartner für bezahlbaren und sicheren Strom in Europa. Denn darum geht es nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in der Schweiz. Und für mich ist völlig klar,
dass die Schweiz und die Europäische Union gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Wir haben seit 1951 bereits ein integriertes Netz. Die Europäische Union, die Schweiz als ein aufgrund seiner geografischen Lage mit 4 EU-Mitgliedstaaten als Nachbarn, ist ein ganz zentraler Faktor für Transit, aber auch für den Stromhandel aus der Schweiz, noch aus der Schweiz in die Europäische Union. Und deswegen ist völlig klar, dass aus Sicht der Europäischen Union die Schweiz auch in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger, ich nenne es hier Schlüsselpartner für die Europäische Union ist. Gleichzeitig möchte ich aber auch umgekehrt sagen, dass auch die Schweiz von einer stärkeren Integration der Schweiz in das europäische Stromverbundsnetz profitieren kann. Dazu zählt zum Beispiel auch die Nutzung der Schweizer Wasserkraft. Wenn wir es hinbekommen, diese Integration zu bewerkstelligen, dann glaube ich, dass die Schweiz für eine Reihe von europäischen Mitgliedstaaten die Rolle einnehmen kann, die Norwegen für Schweden und insbesondere auch für Dänemark hat. Norwegen ist der Garant dafür, dass zum Beispiel Dänemark sehr weitläufig seine erneuerbaren Windenergien ausbauen kann, bis 2020 50%. Ohne den Rückhalt der Wasserkraft aus Norwegen wäre das nicht zu machen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass über diesen Punkt auch die Schweizer Wasserkraft hier eine solche Rolle für einen Großteil der Mitgliedstaaten der Europäischen Union spielen kann. Das andere ist natürlich, und ich glaube auch das wird von einigen jedenfalls in der Schweiz geteilt, dass eine Integration der Schweiz in der Europäischen Union auch dazu führen würde, dass die Versorgungssicherheit für die Schweiz, die ist jetzt nicht in Frage gestellt. Ich habe gehört, Frau Leutert hat gestern gesagt, bis 2035 hat man nichts zu befürchten. Aber eines ist klar, wenn Sie diese Versorgungssicherheit in der Schweiz in einer energiepolitischen Insellage bewerkstelligen sollen, wird es sehr teuer. Wenn Sie es hingegen in einem integrierten Verbund machen, dann können Sie diese Versorgungssicherheit, weil Sie eben auch auf verlässliche Zufuhren aus Nachbarländern zurückgreifen können, viel, viel kostengünstiger durchführen. Also, für mich gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum hier im gegenseitigen Interesse eine solche Verknüpfung gemacht werden sollte. Die Frage ist jetzt, wie macht man es? Im Moment haben wir so etwas, was ich einen Status quo nennen will. Der kann für einige, auch hier im Raum vielleicht, sehr positiv anklingen, weil man eine ganze Reihe von Rechten hat. Ich erinnere zum Beispiel, dass auf der dritten Liste der Projekte von gemeinsamem Interesse etwa auch 2 Projekte Schweiz-Italien mit aufgenommen worden sind. Die Schweiz hat Zugang zum europäischen Markt. Andere Dinge hingegen, die sozusagen mehr unter den Belastungen fallen, die gelten im Moment nicht. Dazu gehört das Beihilfenverbot, dazu gehört die Entflechtungsregelung, dazu gehört REMIT, eine ganze Reihe von Dingen. Nur, eines muss klar sein, aus meiner Sicht, der Status quo, so wie er jetzt existiert, wird aus meiner Sicht nicht überleben. Er wird schon auf die Probe gestellt im Zusammenhang mit den laufenden Brexit-Verhandlungen. Ich weiß nicht, wie diese Verhandlungen für den Energiesektor ausgehen. Aber wenn sie zu einem harten Brexit im Energiebereich führen, dann hat das und muss das auch Auswirkungen auf die Behandlung der Schweiz haben. Weil wir können Drittstaaten nicht unterschiedlich behandeln, wenn es keine vertragliche Regelung gibt. Wenn wir mit dem Vereinigten Königreich eine positive Regelung finden, dann könnte man sagen, okay, das kann man sich angucken, inwieweit das auf die Schweiz übertragbar ist oder auch nicht. Gleichwohl ist das Risiko sehr groß und ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Interesse daran hat,
diese Verbindungen tatsächlich herzustellen, sondern man sollte aus den Gründen, die ich genannt habe, genuin daran interessiert sein, zwischen der Schweiz und der Europäischen Union das Stromabkommen, das ja sehr weit fortgeschritten ist und ausgehandelt ist, tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Voraussetzung, das alle wissen wir, das sind energiefremde Einflüsse aus dem institutionellen Rahmenabkommen, gibt es ein paar Fragen zu lösen. Nur glaube ich, wenn beide Seiten wirklich auch den Mut aufbringen, hierzu neuen Lösungsmöglichkeiten, die die Interessen beider Seiten aufnehmen, kommen, dann muss es doch möglich sein, eine Lösung für die Schweiz und die Europäische Union zusammen zu bewerkstelligen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fürchte ich, und die ersten Dinge sind ja schon am Laufen, sei es etwa bei den Balancing-Plattformen, wo Schweizer Unternehmen nicht teilnehmen können. Wenn es um die Flow-Based-Kapazitätsberechnung geht, gibt es Probleme, die zu Kapazitätsreduzierungen führen. Oder auch die Frage, wie wird die zukünftige Stellung von Swissgrid bei NZOI sein, die heute Vollmitglied sind, aber in Zukunft vielleicht nicht mehr. Also es sind so viele schwierige Dinge, die anstehen, und ich glaube, man sollte auf die Habenseite gucken und versuchen, diese in die Waagschale zu werfen und ein vernünftiges Stromabkommen, das den Interessen beider Seiten vollumfänglich Rechnung trägt, zu verabschieden. Das jedenfalls wünsche ich mir, und nochmals herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und ich bin sehr, sehr gerne in die Schweiz gekommen. Danke. Vielen Dank, Herr Borchardt, wenn Sie auch ein wenig nach vorne kommen würden zu mir. Das war ein sehr aufschlussreicher, sehr substanzieller Vortrag. Herzlichen Dank. Das wurde auch so bei den Bemerkungen vermerkt. Ganz klar, natürlich die interessanteste Frage in der momentanen Lage ist, die Schweiz fühlt sich etwas düpiert im Moment von der Europäischen Union wegen der Zulassung der Börse. Es geht natürlich ganz klar um die Frage der Gerichtsbarkeit, um diese Rahmenfrage zu klären. Haben Sie eine Vorstellung davon, was ein Kompromiss sein könnte, ganz konkret? Da bringen Sie mich jetzt in Schwierigkeiten. Natürlich habe ich selbst Ideen und könnte es machen, aber ich bin für diese Frage nicht zuständig. Und Sie wissen, in der Europäischen Kommission ist das immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt in einen Bereich vordringe, der nicht zu meinem Aufgabenbereich gehört. Da sind andere für berufen. Nur, es gibt diese Überlegungen, und ich glaube, die Kommission ist dabei oder hat bereits einen Vorschlag der Schweiz übermittelt, der allerdings noch nicht publik ist, und deswegen kann ich ihn hier auch nicht publik machen. Ich kann nur so sagen, dass ich wirklich glaube, ich meine, wir verstehen von europäischer Seite, dass es für die Schweiz sehr, sehr fast unmöglich ist anzunehmen, sich einer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, in der keine Schweizer Richter sitzen. Ich glaube, also das ist Europäischer Gerichtshof konkret. Ja, also wenn man dem die vollständige Entscheidungsgewalt überträgt, darum geht es ja, dann würden praktisch Richter aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union über Schweizer Anliegen allein entscheiden. Und da würde ich sagen, stimmt die Gewichtung nicht. Man muss also zu Modellen finden, die auch natürlich dem Schweizer Interesse und auch sozusagen den Einfluss auf die Entscheidungsfindung in der Gerichtsbarkeit auch mit Schweizer Richtern ermöglicht. Gleichzeitig ist aber auch richtig, dass wenn es zur Anwendung von europäischem Recht kommt, wir es aus europäischer Sicht nicht zulassen können, dass neue Gerichtsbarkeiten über die Auslegung oder die Gültigkeit von Europarecht oder Unionsrecht entscheidet. Hier besteht eine ausschließliche Verantwortung des Europäischen Gerichtshofs, und die muss auch in einem solchen System mit berücksichtigt werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es hier Möglichkeiten der Lösung gibt, und ich hoffe, dass das, was jetzt im Moment ausgearbeitet wird zwischen europäischer und Schweizer Seite, dass dies diesen Anforderungen dann auch genügt. Ich glaube, das war doch interessant zu hören, auch wenn Sie verständlicherweise etwas vorsichtig sein müssen. Sehr herzlichen Dank für die Beantwortung dieser auch in Zukunft wahrscheinlich noch ziemlich heißen Kartoffel. Herzlichen Dank, Klaus-Dieter Borchardt. Dankeschön.